Markus Dohle, Sie waren heute bei der Bertelsmann-Pressekonferenz zuständig für den optimistischen Part. Dabei vertreten Sie eine der ältesten Mediengattungen, die es überhaupt aktiv noch gibt, vielleicht nach der Höhlenmalerei. Wie kommt das, dass Sie so optimistisch sind für die Zukunft des Buchs? Ja, das ist absolut richtig. Das Verlagsgeschäft, das Buchgeschäft ist ja fast 600 Jahre alt. Also wir feiern ja bald 600 Jahre Buchpresse Gutenberg, 1438. Man muss wissen, dass das Buchgeschäft vielleicht die Medienkategorie ist, die in den letzten 20 Jahren bisher die beste digitale Transformation hingelegt hat. Wir haben stabile Geschäftsmodelle für die physische und auch die digitale Distribution unserer Inhalte. Und wir haben ein Geschäftsmodell für digital. Das haben ja nicht alle Medienkategorien leider. Also ich bin optimistisch auch deswegen, weil jedes Jahr der Branchenumsatzpool weltweit für Bücher, das heißt Endkonsumerausgaben für Bücher, die steigen jedes Jahr. Jetzt muss ich ein bisschen deutsches Bedenkenträgertum in Ihren New Yorker Optimismus streuen. In Deutschland ist es so, dass zwar der Umsatz stabil bleibt, die Leserzahlen aber um mehrere Millionen zurückgehen in den vergangenen Jahren. Das heißt also, Ihre Kundenbasis erodiert. Was tun Sie dagegen? Ja, Sie haben absolut recht damit, dass der deutsche Markt weniger dynamisch gewesen ist in den vergangenen Jahren. Der Branchenumsatz ist stabil. Man muss wissen, er ist sehr groß. Er liegt bei etwa 9 Milliarden Euro. Das ist auch im Vergleich zu anderen Medienkategorien sehr signifikant und er ist stabil. Der deutsche Buchmarkt ist der drittgrößte Buchmarkt der Welt nach den USA und dem sehr regulierten und auch anders funktionierenden chinesischen Buchmarkt. Das heißt, wir haben nach wie vor eine sehr, sehr gute Basis. Wir haben weniger Dynamik im Markt, das stimmt, und die müssen wir gemeinsam als Branche wieder in diesen Markt hineinbekommen. Was die Leseranzahl anbelangt, so haben sie in der Tat in vielen Maturen in vielen etablierten Märkten durchaus eine wachsende Nicht-Buchleserschaft. Was sehr wichtig ist, ist einerseits, dass die Menschen, die sehr committed sind, etwa 20% der Menschen machen etwa 80% des Branchenumsatzes aus, dass diese Vielleser, die sind sehr committed und geben jedes Jahr mehr aus für Bücher. Wie schaffen Sie es denn, mehr Vielleser zurückzuholen, also Leute zurück zum Lesen zu bringen? Ja, das fängt natürlich für uns ganz im frühen Alter an. Und zwar mit den Boardbooks, mit Pappe, Bilderbüchern und dann eben mit dem Lesen. Die Leseerziehung ist was ganz Entscheidendes. Was sehr motivierend ist, ist, dass in den vergangenen 20 Jahren seit Harry Potter Kinder- und Jugendbücher die am schnellsten wachsenden Buchkategorien weltweit gewesen sind. Also von daher sind wir guten Mutes, dass wir weltweit auch die zukünftigen Generationen zu lebenslangen Lesern machen können. Und welche Querverbindungen im Bertelsmann-Universum können wir erwarten zwischen den Mediengattungen, die jetzt gerade en vogue sind, also beispielsweise Streaming, Video-Streaming? Welche Möglichkeiten sehen Sie da zwischen dem Buchgeschäft und beispielsweise dem Videogeschäft? Da gibt es erhebliche Möglichkeiten. Wir haben dadurch, dass immer mehr Geschichten in Videoformate heute übersetzt werden. Ja? Gehen Sie mal 10 Jahre zurück oder 20 Jahre zurück, da wurden vielleicht 10 unserer Geschichten in Filme, in Hollywood übersetzt. Und das hat dann natürlich jedes Mal zu wesentlichen weiteren Buchverkäufen geführt, weil die Menschen, die den Film sehen, dann auch meistens zur Originalgeschichte zurückgehen. Und das ist nun mal das gute Buch. Heute haben wir bis zu 10-mal so viele unserer Geschichten, die jedes Jahr in Videocontent, in TV-Serien übersetzt werden. Von daher ist das auch für uns ein durchaus relevanter Faktor bei den Buchverkäufen geworden, dass so viele unserer Geschichten, auch dass der Hunger an großartigen Geschichten von Hollywood, aber auch von Netflix, Amazon Prime Video und natürlich den Kollegen auch bei Fremantle und RTL, dass dieser Hunger nach guten Geschichten größer ist denn je. Meine Kollegin Tatjana Kerschbaumer hat Sie für die Turi 2 Edition in New York besucht und erfahren, dass Sie so ein kleines bisschen auch an einem eigenen Buch arbeiten. Wenn dieses Buch mal verfilmt werden sollte, wo würde das dann laufen? Bei RTL oder bei Netflix? Das ist eine gute Frage. Nein, es ist ein Sachbuch, von daher ist die Wahrscheinlichkeit sehr klein, dass es verfilmt wird. Aber in der Tat habe ich ein Outline für ein Buch. Aber wissen Sie, als Verleger bin ich so busy und arbeite für meine Autoren. Das dauert noch ein bisschen, bis ich das Buch zu Ende schreibe und selber zum Autor werde. Verfilmt wird das wahrscheinlich nicht. Also den Anspruch habe ich zumindest nicht. Turi 2 TV. Medien und Marken live.